Wir können ja sagen, das gibt's nirgendwo. Subscriber bei mir auf dem Kanal. Subscriber bekommen ja auf anderen Kanälen Emotes. Und bei mir bekommen Subscriber einen individuellen Sound. Wäre ja auch stark, ne? Oh, es ist gerade Kirchendienst. Ja, huch. Hier, dein Auftrag übrigens. Ich platze einfach so rein. Moin, Pfarrer. Ich bin gerade hier. Ich bin der neue Handwerker. Ich muss mal ganz kurz meine Aufträge erledigen, ne? Ich störe mal ganz kurz den Gottesdienst. Ah, das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Danke, Gutschnitt. Lass dich mal wieder blicken. Blick, blick. Und, wie viel Kohle gerade ist? Oh, fast 200. So, Mathilda, ich weiß, du hältst gerade Gottesdienst, aber... Hey there! Lass mal ein bisschen Hund, Katze, Maus spielen während des Gottesdienstes. Was? Okay, gut. Wild, da geht auch der erste Punkt. So, Leute, liebes Publikum, guckt zu, wie ich euren Facher zerstöre. Zack. Einfach. Sie wird weinend rausrennen und der Gottesdienst ist für heute beendet. Die App ist so verbuggt. Die App geht auch gerade gar nicht. Mal so nebenbei. Ich habe die deaktiviert, weil die, weil der Server von der App gerade nicht läuft. Jo, ich glaube... Ah, schade. Ah, das war ein guter Sieg. Subscriber Stufe 2, okay. Was? Subscriber Stufe 2? Was? Star Citizen noch 32 GB. So, warte mal, wir fangen wieder an mit ihm erstmal. Erst ab Stufe 2. Was, die Sounds oder was? Ich kann ja... Ja, weiß ich nicht. Das finde ich wieder das Abzocke, keine Ahnung. Also, das ich, weiß ich nicht. So. Nein! Okay, letzte Runde. Komm, sie spielt den Elefant. Scheiße, okay. Jetzt spiele ich aber den Elefant. Ah, okay. Wir schwimmen auf einer Wellenlinie. Die Katze, wegen Maus. Ja gut, aber ich sag mal so. Leute, ich habe sie einmal zerstört. Ich habe sie einmal zerstört, Leute. Ja, im Namen Gottes und sowas habe ich... Oh, wer ist das denn? Wer ist denn Jensen? Im Namen Gottes belästige ich immer noch zwei weitere Bewohner, die ich hier gerade sehe. Einmal den guten Jensen. But I don't think we've been properly introduced. I'm Jensen, the conductor of the Sandrock train station. Nice to have you in Sandrock. Ich grüße dich, Mr. Jensen. Dann, wir haben uns so indirekt schon mal gesehen. Da hast du recht, ja. So, dann plaudern wir noch mal ganz kurz. Ich mag dich überraschen, aber ich liebe Züge und Maschinen. Ich habe eine Menge Modelle zu Hause. Das ist mein Hobby. Magst du nicht mal bei mir vorbeikommen? Ich habe ganz viele Modelle in meinem Keller. Da können wir mit ihnen spielen und uns so fantastisch amüsieren. Ich liebe es. Komm vorbei, mein Kleiner. Dann können wir spielen. Der Pedo. Oh oh. Sowas hier im Spiel? Und hier auch noch Ryan. Alter, was bist du denn? Pierre für Arme. Pierre Le Gusté. Ah, schön, Mann. Endlich werden die Set Modes mal wieder genutzt. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Simmel mach's mal zwischendurch. So, moin. Beziehung zu Ryan verbessert. Monsieur, meine Frau, dann B versucht immer, die Dinge möglichst schnell zu erledigen. Aber ich glaube, es geht eher darum, es ruhig angehen zu lassen. Wenn du zu schnell bist, hast du zu viel Gegenwind. Weißt du, was ich meine? Hier, nimm Gegenwind. Yo! Kann man eigentlich auch Minus bei denen aufbauen? Wow, du hast mich erschreckt, Kumpel. Nimm es von mir weg, ne? Ich weiß.
zu weit draußen. Wenn ich es mir überlege, werde ich es in den Vulkan oder so werfen. Wenn ich eine Minute Zeit habe, natürlich, versteht sich von selbst. Danke für dein fürchterliches Geschenk. Ich habe ihm doch bloß Schmutz geschenkt. Wie kann das sein, dass er da so drauf reagiert? Es war Dreck. Der will Dreck in den Vulkan werfen. Dreck ist überall, Leute. Dreck ist überall. Also, das müssen wir schon mal klarstellen. Traurig. So. Mein Reim hätte mehr Bock. Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Eine Minimiste. Da hinten ist eine Kiste. Ah. Hör! Hör! Oh, Stacheldraht. Egal. Das stört den Gutschnitt nicht. Das kann er jetzt nicht sein. Okay, gut. Dann so. Ich soll den Kistenguide machen. YouTube-Video, alle Kisten auf einem Streich. Umweltverschmutzer. Ja, ich nicht. Ich hab meinen Schmutz aufbewahrt und habe ihn ehrenvoll dem Ryan geschenkt. Und dem hier Monsieur Ryan will es in der Umwelt verteilen. Also wir verschmutzen hier gar nichts. Das will ich jetzt mal klarstellen. Wir sind brave Engel. Denkt an die Umfrage, ne? Wir halten uns immer an die Regeln. Das haben wir in der Umfrage so preisgegeben. So ist es halt. Das haben wir natürlich nur gesagt, damit er uns mag, aber ja. Quee! What is it? Was ist das? I'll be on my way then. Was ist das denn? Wenn nichts, mache ich mich auf den Weg. Warte mal. Datendisk. Können wir das, wenn ich das... Ah nee, das ist ja morgen sowieso fertig, ne? Verbleibend einen Tag. Wenn ich das jetzt mache... Ah nee, ich kann gar nicht mehr beschleunigen. Ah, okay, gut. Ich verstehe, wie das Spiel funktioniert. Arschloch-Spiel. Moin, Luzi! Wie geht's dir? Was zockst du denn da? Sera, was zockst du denn da? Mein Time at Sandrock, das ist klar. Nee, mein Time at Sandrock tatsächlich. Seit gestern zocke ich das. Gestern früh, morgens um 4 Uhr. Wurde das Spiel released. Und seitdem spiele ich das in einer Tour. Nein, natürlich nicht. Addieren spiele das seitdem in einer Tour. Ich habe das gestern Abend um, ich glaube, nee, 14 Uhr mal angefangen zu streamen. Und dann hatte ich irgendwann einen Cut gemacht. Und dann haben wir das abends nochmal ein Stündchen gezockt. Yo, Asuna! Bin K.O. von der Arbeit heute, sonst war aber okay. War so anstrengend, ja? Was musstest du denn so Schlimmes machen, dass du heute so richtig K.O. bist? Irgendwas, was du normalerweise nicht machst, oder? Aber Asuna, ich kann dich trösten. Ich habe ja heute meinen Open-End-Livestream und ich bin jetzt schon fertig. Wir haben, du siehst ja, mindestens 12 Stunden pro Sub kommen 15 Minuten Livestream-Zeit dazu. Du siehst da oben, wenn du mal nach oben guckst, ganz oben am Rand, aus 12 Stunden wurden mittlerweile schon 20 Stunden und 45 Minuten. Ich durfte schon 175 Kniebeugen machen. Ey, ah ne, Quatsch, ich muss ja, noch 30 muss ich machen, ne? 145 habe ich bis jetzt gemacht. Alter, meine Beine sind schon am Weinen. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ne, 25 muss ich noch machen, wenn ich Asuna nicht hätte. Ich würde mehr machen. Leute, wenn wir Asuna nicht hätten, hättet ihr mehr Spaß. Böh, weißt du, was ich schon mal gesagt? Die Kunden kamen am Mittwoch vor Vatertag nicht alle einkaufen. Da waren sie alle der Meinung, es heute nachholen zu müssen. Was? Aber hattet ihr heute nicht zu? Ah ne, stimmt, bis 14 Uhr oder sowas habt ihr bestimmt auch gehabt, ne? Timeout hust. Du kriegst Timeout, ja. Kupferdraht. Pass mal auf, ich mache noch einen Kupferdraht. Hauptsache die Maschine läuft, weißt du? So ein bisschen beschäftigen. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben jetzt Geld. Ich hole mir jetzt endlich meine Bronze-Axt. Ich freue mich. Heute? Normaler Arbeitstag. Nee, gestern. Ach so! Stimmt. Ich bin schon durch. Meine Hirnmuskeln, meine Kopfmuskeln, die haben anscheinend die Kniebeugen gemacht. So, und da bin ich wieder pleite. Wir müssen dringend selber Schleifsteine irgendwie herstellen können. Das ist ja viel zu teuer. Schleifsteine ist ja das legendärste Item, was es gibt hier anscheinend. Das ist ultimativ teuer. Da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Ey, 440 zahlst du.
Und ich brauche noch einen. Ich brauche halt noch einen. Das ist strong. So, erstmal ins Inventar wechseln und das hier mal alles zurechtschieben. Gut. So, jetzt brauchen wir Holzleisten. Holzbretter brauchen wir. Holzbretter. Stimmt, warte mal. Die Holzbretter kriegen wir im... Ja, entweder hier durch Holzschrott. Ne, kriegen wir gar nicht. Kriegen wir irgendwo Holzbretter raus? Hat der nicht gesagt, Holzbretter kriegen wir so... Ach, nur aus dem Verarbeiter. Oh, aber hey, warte mal, wir haben doch Holzbretter. Wo haben wir die denn her? Schleifsteine kann man, glaube ich, nicht selber herstellen. Oha. Okay, gut. Das ist wild. Ja, dann gehe ich in die Mine wieder runter, ne? Wir gehen die Mine wieder ein bisschen erkunden. Oh, ich krieg ja jetzt sogar... Wir dürfen keine Bäume abbauen, habe ich, glaube ich, gehört, ne? Aber was passiert, wenn ich es einfach mache? Ich probiere mal was, ne? Ich halte mich ja immer an die Regeln. Und genau aus dem Grund werde ich jetzt mal gucken, ob ich einen Baum gefällt bekomme. Warte mal. Aber zum Glück geht die App ja. Die App dürfte nicht funktionieren. Oha. Ehrenloser Mist. Den großen Kaktus kriege ich doch weggemacht, oder? Hier wächst doch sowieso alles nach. Aus welchem Grund darf ich denn hier keine Bäume wegmachen? Hi there, friend. Ah, moin, Burgers. I couldn't help but notice you're doing something illegal. We are not allowed to cut down trees. Was? Nein, das weiß ich nicht. Ich mache, was ich will. Das tut mir leid, das wusste ich nicht. Oh. Cutting down trees around town can have some seriously negative effects on our environment. Ah, sorry, das um Gottes Willen, Burgrest, Mensch, ich... Das tut mir so leid, das war mein Zwillingsbruder, hast du das nicht gesehen? Ich hab doch die weinrote Mütze auf. Burgrest, Mensch, da hast du dich auch vertan. Seeing as this is your first offense, I'll let it slide. But if I catch you out here chopping down public trees again, well, I'll have no choice but to fine you to the full extent Sandrock nuisance tree law allows for. Alles klar, Burgress. Dann pass mal auf. Es tut mir leid, Digga. Und falls es nochmal vorkommen sollte, dann treffen wir uns mal nachts irgendwo in der dunklen Ecke und dann... Ja, schade, dass man dich dann vermissen wird, Burgress. Das ist... Worse than that, though. Why, if I saw you chopping down trees, I don't know if I would want to be your friend anymore. I'm sure, but don't you worry. You can find wood scrap out in the desert, buy imported wood from me, even plant your own trees on your own property. See? Plenty of ways. So you really have no need to chop these trees down. Stecke ich dich etwa an mit meiner K.O.-Phase? Ich hoffe mal nicht, du. Ich darf nicht K.O. sein. Ich muss noch 18 Stunden Livestream, mindestens. Ich darf keinen Down haben. Teilweise geht die App. Also die App kann, ja, informationstechnisch geht die App, weil die zieht über eine API-Schnittstelle, die ich selber entwickelt habe, die Information auf dein Handy. Du kannst aber keine Befehle gerade an das Kanal-Plugin senden. Also sämtliche Commands gehen nicht über die App. Gar keine. Den Server habe ich gerade deaktiviert gehabt und weil der nicht mehr connected ist, das kann nicht funktionieren. Aber so lange halte ich heute bestimmt nicht durch. Ja, du musst ja auch nicht. Aber Luzi, wichtig ist, dass wir jede Stunde ein Steam-Spiel rausschmeißen. Jede Stunde gibt es einen neuen Steam-Key. Wobei wir haben auch zwei Spiele auf dem Origin-Launcher. That's all, ja. Builder. Conserve water. And don't chop down these trees. Wie für? Steam-Spiele. Giveaway. Jede Stunde. Kannst du gewinnen. Aktuell ist Nebukadnezar. In 13 Minuten wird wieder einer erkoren, der Nebukadnezar gewonnen hat. Und danach gibt es das nächste Spiel. Aber ist noch nicht bekannt. Wir werden sehen, was es ist. Okay, das heißt, wir können auf jeden Fall extrem weit rauslaufen, können da definitiv Bäume fällen, das ist kein Problem. Da hat der gute Dude nichts dagegen.
Das ist schön. Leute, streitet euch nicht, okay? Die fällen einfach gar nichts. Sobald wir das nächste Schwert haben, werde ich auf jeden Fall gucken, dass wir mal uns wirklich mal Richtung Außenwelt schlachten. Genau, verschiedene Spiele, genau. Jede Stunde gibt es ein anderes Spiel. Ja, und zum Beispiel Man of Medan. Oder Command & Conquer Remastered. Oder keine Ahnung. So viele Spiele. Ich habe die leider nicht alle im Kopf. Ich würde euch gerne noch mehr verraten, welche mit dabei sind. Aber ich habe alle vergessen. Hä, ich hatte die. Wenn du die hattest, müsstest du die aber auch haben. Das ist alles getestet und funktioniert seit 3 Jahren. 2 Jahren. So. Jetzt sind wir wieder in der Mine unten. Wieder ein bisschen Zinnerz rausschmeißen, du. Wir haben noch genug Ausdauer. Ja, mit den Kämpfen ist natürlich ein bisschen schwierig aktuell. Wir sind halt echt noch ziemlich lame. Extrem schwach. Wir müssen noch in den oberen Etagen... Oha, in den oberen Etagen gucken, was es da noch für Sachen gibt. Da können wir auf jeden Fall noch Dinge bergen. Wir haben noch lange nicht alles. Oh, hier haben noch ein paar Energiekerne. Nehme ich auch noch mit. Ich könnte mal wieder ein Level-Up vertragen, oder? Wieso sind meine Flügel weg? Kann nicht sein, dass ich wechseln. Ist nur nicht dasselbe. Hä? Du, hier muss keiner so lange zugucken, um Gottes Willen. Wir machen über Nacht sowieso Star Citizen. Ich glaube, dich schätze ich jetzt nicht so ein, als wärst du ein Weltraum-Fan. Wichtig ist, dass ich durchhalte. Und wenn du morgen reinguckst, Luzi, hänge ich ja da wie so ein Schluck Wasser und bin völlig im Eimer. Das ist das, was zählt. So, guck mal, da ist der nächste Ausgang. Ich habe halt Bock, einfach immer mehr Fortschritt zu haben. Ich will immer tiefer kommen. Hey, lol! Yo! Oh! Dann schickst du mir einen starken Kaffee vorbei zum Durchhalten. Oh jo, Mann, oh jo, wo bin ich denn hier in der U-Bahn? Oh, ich hab so Bock, ganz ehrlich, ich hab richtig Bock, alles freizuschalten. Du kannst ja theoretisch, wenn du wirklich hobbylos bist und arbeitslos bist, kannst du ja hier das komplette Gebäude vom Dreck befreien, ne? Weltraum ist bisher nicht meine Welt. Wobei man sagen muss, Star Citizen ist natürlich... Das heißt Weltraumspiel, ne? Das ist halt die Zukunft. Star Citizen ist in Echtzeit vom Planeten fliegen, auf den nächsten Planeten fliegen, da irgendwo landen, in einer riesigen Stadt von A nach B laufen und und. Also das ist natürlich... Ja, Star... Oh. Star Citizen halt. Das ist die Krönung, ne? Später irgendwann ein Housing-System. Du kannst ja später in Star Citizen irgendwann mal Häuser platzieren. Du kannst Farming betreiben und so einen Spaß. Also dann hast du quasi das hier, My Time at Sandrock, in Star Citizen. Hier eine Frau Raum freimachen. 22 Uhr ist Valorant, Angie. Da lasse ich los. Aber ja, jeden Raum freimachen, das macht ultra Bock, glaube ich. Das werden wir später mal machen, wenn wir mehr Ausdauer haben. Das macht, glaube ich, am Anfang keinen Sinn. Lieber am Anfang mehr Fortschritt machen und später, also du hast ja dann mehr Fortschritt und kannst dann später natürlich effizienter, viel früher, alles freischalten. Ich glaube, das ist, die Taktik ist ziemlich cool.
Jo, da habe ich ja wieder gut was rausgekloppt. Es ist 18, 19 Uhr schon wieder. Dann gehen wir wieder raus hier. Ah, schön. Fein, wir machen mal Kanalinfo. Naja, cool. Gleich meine letzten 25 Kniebeuge. Dann habe ich erstmal wieder Ruhe, dann können sich meine Beine wieder von einer gewissen Zeit lang erholen. Alter, guck mal, mit welcher Geschwindigkeit es nach oben switcht. Und ich kann da einfach gemütlich hochspringen. Das erfordert, glaube ich... Jo, Müllberg aus Holz, den mache ich noch weg. Das erfordert, glaube ich, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, der ist ja extrem. Was? Düdüm. Jo, da ist meine letzte Ausdauer von dannen gegangen. Kannst ja nichts machen, ne? Da ist ja Jan ja wieder da. Moin Jan. Alle nochmal schnell Giveaway-Register. Oder am besten tippen nur die Giveaway-Register ein, die auch Bock haben auf das Spiel. Nicht alle. Wer Bock auf Nebukadnezar hat, hat jetzt noch 7 Minuten Zeit, sich zu registrieren. Wir haben auch schon wieder ein Holzbrett bekommen, Leute. Irgendwo kriegen wir Holzbretter raus. Irgendwo kriegen wir Holzbretter raus. Ich weiß noch nicht so genau wo. Okay, das dauert noch eine Weile. Wir können aktuell nicht viel machen. Aber auf jeden Fall Holz. Oder ist das falsch beschrieben hier? Baumstamm? Hier haben wir noch Feinholzschrott. Oh, Hartholz? Hartholz. Ich weiß nicht. Giveaway-Kanister? Was? Okay, also falls da draußen jemand ist, der einen Kanister hat, ne? Der Frozen braucht dringend einen Kanister. Also give it away mal euren Kanister für den guten Frozen. So, da das jetzt der letzte Move ist und auch der letzte Tag für heute für My Time at Sandrock, wir werden das morgen auch wieder spielen. Morgen, ich denke mal so gegen Abend wieder, sofern ich da noch live sein sollte, Leute, werden wir wieder My Time at Sandrock spielen. Die Bergungsarbeiten reißen sich jeden Tag, Die Bergungsarbeiter reißen sich jeden Tag den Arsch auf. Und ich bin mit ihnen da unten, da draußen. Nicht so wie dein Boss Jan. Er lehnt sich in seinen schicken Sessel zurück und wartet darauf, dass die Gewinne fließen. Da hat er recht, tatsächlich. Oh nein, wir wollten... Was macht eigentlich mein T-Shirt? Wie gut ist denn das? 30,6. Oha. Wir wollten noch einen Wurm verschenken, ne? Fällt mir gerade auf. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ich guck mal, ob ich es noch hinkriege, aber ich glaube, die kriegen wir jetzt nicht mehr erwischt. Nach dem 25 geht's zum Boss, right? Ja. Wir machen gleich beim Spielwechsel ein Bossmonster. Natürlich. Für alle. Jeder darf auch mitmachen. Das habe ich euch ja gesagt. Das finde ich ganz cool, diese automatische Einsortieren. Ich befürchte, ich bin gerade in so einen Laufmodus reingegangen. Aber ich komme wieder raus. Ah, okay, gut. Einfach einmal rennen. Rennmodus aktiviert. Ein Boss. Nur für Asuna. Okay, wir machen gleich ein Bossmonster. Nur Asuna kämpft. Leute. Lasst Asuna das mal alleine machen. Nein! Aber warte mal, die pimmelt doch hier bestimmt irgendwo rum, oder? Da ist sie doch. Das zum Thema. Oh, sie hat ein Ausrufezeichen bekommen? Ah, it's you! Gutschnitt, du bist es! Oha, sie kennt meinen Namen. Dang, you got me good that time. Say, how'd you like to get in on a little secret? Von dir doch immer, meine Liebe. Here's the scoop. I may or may not be in the possession
of information that may or may not lead to the capture of something big, real big. Something simply known in the Yak Girl community as It. Was? Was? Erzähl weiter. I'm afraid that's all I can say for now. I'll let you know how it goes. See ya. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir die doch nicht als Freunde nehmen, oder? Ist vielleicht doch ein bisschen Balle-Balle am Kopf? Weiß ich nicht. Sowas in der Art. Huh? Hä? Das war sogar ein Ausrufezeichen. Das wollte die mir unbedingt sagen. You know how it goes. Now buzz off and go build something. You'll scare off It. Alles klar. Ja gut, ich wollte eigentlich auch nur, ich will dir eigentlich nur ein Geschenk machen, Freundin. So, pass mal auf, du kriegst jetzt von mir hier, du kriegst meinen kleinen Willi als Geschenk, ne? Stecken schön ein. Der kleine Sandwurm, mein kleiner Sandwurm, der muss immer schön warm eingepackt sein, Fräulein. Also, hier. Plus 3. Das geht aber auch besser. Ein Mädchen kann nie genug Köder haben. Was haben wir hier? Oh, den werde ich als nächstes nehmen. Oh. Nimm ihn. Take her easy. Nimm ihn. So. Hey. Kann ich hier eigentlich nochmal verprügeln? Take oder? Her easy. Haben wir das schon gemacht gehabt? Prügel einfach auf die eine, scheiße auf Ausweichen. Was ist da los? Dito! Da ist er ja. Dito kommt perfekt zu Valorant. Jo! Also sie macht definitiv viel mehr Schaden als ich, deswegen muss ich doch noch ein bisschen ausweichen. Okay, ich glaube, jetzt können wir reinlatzen. Jetzt tötet die sich selber, wenn es angreift. Sie darf angreifen. Oh Gott, ich prügel die quer durch die Map. Die ist einfach 2 Meter geflogen. Habt ihr das gesehen? Und da hat sie sich selbst getötet. Sehr gut. Ach ja, Valorant. Und wieder weg. Dito, Nebukadnezar, das nächste Spiel im Giveaway. Wenn du Bock auf Nebukadnezar hast, jetzt noch registrieren. Oh, zu spät. Werden gewonnen. King of Toastbrot hat Nebukadnezar gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Jo, Toastbrot registriert sich sofort. Schnell Valorant runterladen. Was? Achso, du das Update nicht hast. Du weißt seit 5 Stunden Bescheid, das ist. Also, das ist schwierig. Schwierig. Neues oder von gestern? Ich hoffe mal. Stimmt, ich habe auch zuletzt. Oh mein Gott, ich habe Valorant zuletzt vor einer Woche gestartet, Alter. Ich glaube, ich muss auch ein Update runterladen. So, das nächste Spiel wird. Oh! Command & Conquer Remaster, Leute. Das ist Command & Conquer. Nächster Key ist Command & Conquer. Der wird um 23 Uhr ausgelost. Wer Bock hat, jetzt registrieren. Command & Conquer Remastered. Aber für den Origin Launcher, Leute. Das ist für Origin. Steht extra dabei. Das ist das erste Game für Origin. Origin, Leute. Das erste Game für Origin. Ich sag's nochmal. Für Origin. Na gut. Das war's mit My Time at Zendrock für heute. Da habt ihr mein Gesicht.